Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Last Man Standing. Mein Name ist Swafex und ich versuche jetzt mal wieder mein Glück. Ich hoffe mal, dass ich lange überleben werde und auf jeden Fall ein Gegner kille und nicht direkt gesnackt werde von anderen. Natürlich müssen auch die Waffen mitspielen. Also ich muss Glück haben, dass ich relativ gute Waffen hier habe. Aber ich glaube, mit der jetzigen, die ich jetzt hier ausgerüstet habe, werde ich keine Probleme haben. Ich darf jetzt natürlich nicht einfach so im Freien rumstehen, sage ich jetzt mal. Ja, da war der erste. Lass uns den mal holen, okay? Ich versuche jetzt einfach mal direkt aufzugehen. Boah, von wo? Okay, wir sind durch. Fuck. Ich verstecke mich mal hier. Ich höre jemanden in der Nähe. Okay. Von wo kamen die Schüsse? Wisst ihr, wie ich meine? Barriere bewegt sich schon. Ich denke aber mal, wir haben jetzt noch genug Zeit. Ich konzentriere mich jetzt einfach mal. Jawohl, wir haben ihn. Boah, 1% haben wir nur. Habe ich noch. Das war jetzt echt knapp. Aber gut. Riskiert und gewonnen, sage ich mal. Nice, hier auch eine ACR. Ja, das ist eine Dreischusswaffe. Ich bin da jetzt nicht der Fan von. Das ist aber eine Einzelschusswaffe oder wie? Ja, so passt perfekt. So. Okay, jetzt muss ich hier irgendwie mal gucken. Okay, ich habe hier noch diese Schmerzminderer oder wie ich sie gerne, ja, wie sollte ich die nennen? Das ist die Frage. So. Ich nehme davon mal ein. Oder auch zwei. Gucken wir einfach mal. Ich frage mich genau, jetzt wo ich diese Stacheln hier sehe, diese Spikes. Wie genau funktioniert das, damit eine Falle zu bauen? Oder kann man da überhaupt nicht eine Falle bauen? Ich muss es mal versuchen auszuprobieren. Und einen Moment, ich möchte mal kurz gucken. Wo sind wir? Jetzt müssen wir schnell machen. In welche Richtung? Ich glaube in die, oder? Einfach mal jetzt schnell vorwärts bewegen. Weil durch diese Barriere gekillt zu werden, wäre natürlich jetzt ja unnötig auch. Aber das schaffen wir von der Zeit her. Aber wisst ihr, wie ich meine? Ich finde das jetzt hier total schon, ja, wie soll ich das sagen? Sehr gefährlich, einfach hier offen rumzulaufen. Aber ich meine, andere Möglichkeiten sind nicht immer gegeben. Und jetzt durch ja, hier rumzuliegen oder so ist natürlich, also jetzt hier liegend sich zu bewegen, kostet natürlich auch viel Zeit und so weiter. Und ob man sich überhaupt schützen kann, keine Ahnung. Aber wir sind jetzt wieder bei 87%. Der Rest wird sich von alleine, denke ich mal, noch aufladen. Deswegen bleibe ich jetzt auch noch mal stehen.
kommt noch jemand von da. Wenn ich jetzt mal gucke, 3 Spieler waren wir jetzt insgesamt. Also wir haben auf jeden Fall diese eine Schießerei gehört. Dann ist einer von denen auf jeden Fall down gegangen. Da hätte man auch rechts wahrscheinlich in diesen... Ja, rechts wird das immer angezeigt, wenn jemanden killt oder ob jemand Selbstmord begeht oder so. Hätte ich mal drauf achten müssen. Aber jetzt beispielsweise, wenn man nicht drauf achtet, dann wird man es auch nicht merken, so, weil das macht jetzt keinen Sound, zum Glück. Auch nervig, glaube ich, wenn jetzt da immer ein Geräusch mitkommt. Ziel richtig, bitte. Wir haben ihn. Durch was wurde ich jetzt? Ich dachte schon, ich wurde vergiftet, aber ich glaube, das war eine Granate oder so. Nice. Aber ich frage mich, wie ich den jetzt beispielsweise entdeckt habe. Und ist das Auto so groß oder wir so klein? Oder? Das sieht irgendwie komisch aus, so vom Verhältnis her. So, der hat jetzt aber hier auch nichts Besonderes. Ich habe immer Angst, dass uns jemand, dass jetzt in der Nähe von uns jemand lauert und abwartet. Aber gut, dass ich jetzt das Zielfernrohr hier dran habe. Damit hatte ich jetzt einen Vorteil im Kampf. So, und jetzt sind wir auch schon wieder safe. Beziehungsweise, ja, können jetzt nicht mal von dieser Barriere gekillt werden. Ich gucke jetzt schon mal. Genau, wenn, dann würde ich, glaube ich, sogar diese Eisenschilder hier verwenden. Ich weiß gar nicht, ob man die Holzschilder kaputt schießen oder so kann. Was ist das hier? Ein Medikit, ne? So. Ja, eine Smoke-Granate, vielleicht zum Ablenken oder so. Denke ich mal, dass es so gut geeignet ist. So, und ansonsten, ja, okay. Ich denke mal, das wird eine gute Runde. Ist jetzt auch der erste Versuch wieder. Also, dass ich jetzt, ja, das ist jetzt meine erste Runde sozusagen wieder heute. Und ja, eigentlich wollte ich auch mit euch über ein Thema reden jetzt so nebenbei. Und ich will jetzt nichts sagen, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt an meinen Einstellungen liegt, aber seht ihr das an den Bäumen? Ihr wisst, glaube ich, was ich meine, ne? Dass da... Ja, jetzt sieht man es nicht mehr, das war jetzt gerade... Das hat jetzt gerade ein bisschen komisch gerade ausgesehen. Da rechts sind noch Häuser. Was ich eigentlich machen wollte ist, über Black Ops 3 reden, beziehungsweise über das, ja, wie soll man es nennen? Über dieses Zombies Chronicles, halt diese Zombie-Erweiterung, sage ich jetzt mal. Und zwar erstmal so ein paar Informationen. Das wird ja für die PS4 zuerst am 16. Mai kommen. Darunter werden dann 8 remasterte Maps sein, aus World at War, Black Ops 1 und Black Ops 2. Die Maps werden heißen bzw. sind Verrückt, Nacht der Untoten, China Numa, wenn ich alles richtig ausspreche. Ich habe jetzt selber nicht auf diesen Maps gespielt, deswegen, also auf einigen nicht. Kino der Toten, Ascension, Shangri-La, Moon und Origins. Und wenn man sich's holt, dann hat man nochmal 2 neue Gubblegums. Ich glaube, das sind halt diese Kaugummis, die man da holen kann in Zombies, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Und ein Pack-a-Punch Weapon Camo. Ich glaube mal, das soll, beziehungsweise damit ist gemeint eine Tarnung oder so, wenn ich jetzt nicht falsch liege. Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, falls ihr mich da verbessern könnt. Beziehungsweise, ja, zustimmen könnt. Was ich aber jetzt, also das hört sich erstmal schön und gut an, was ich aber komisch finde ist,
Man kann es erstens einfach mal so kaufen, nicht nur, also erst halt als digitalen Download und halt auch so als, ja, als Solo-Spiel, sage ich jetzt mal. Da frage ich mich, ist es dann wirklich so, dass da nur diese Zombies-Maps vertreten sind oder baut sich da irgendwie noch eine Story oder so auf? Weil es gab jetzt auch ein, es gab auch einen Trailer. Oh. Ey, ich bin tot. Oh, hab ich mich erschreckt. Okay, ich sollte, glaube ich, nicht über Black Ops 3 reden, wenn ich hier im Game bin, ne? Ja gut, ich bin der 22. geworden. Was ich jetzt aber nochmal kurz zum Anschluss sagen wollte, beziehungsweise warum ich kurz darüber reden wollte. Ich bin mir gerade unsicher, beziehungsweise ich stelle mir die Frage, wird das umsonst für die, also wenn man den Season Pass hat, wird es dann umsonst sein? Oder wird es einfach so kosten, egal ob man den Season Pass hat oder nicht? Weil ich habe irgendwie gelesen, das soll irgendwie 30 Euro kosten oder so. Allein für 8 Zombie-Maps und irgendwie, wenn man sich da schon einen Season Pass geholt hat, finde ich das dann schon ein bisschen doof. Auch wenn ja eigentlich ein Season Pass für normalerweise 4 DLCs nur da ist. Aber es ist ja jetzt auch, glaube ich, ein besonderer Fall. Gab es sowas schon mal, dass jetzt nochmal eine Erweiterung kam, obwohl jetzt schon Infinite Warfare rausgekommen ist und schon World War 2 angekündigt worden ist? Ich finde es auf jeden Fall geil so oder so, dass jetzt trotzdem nochmal für Black Ops 3 was Neues kommt. Aber ja, ich bin mal gespannt, ob es kostenlos sein wird für die, die Season Pass haben, weil ich wäre dann ein Betroffener davon und deswegen. Falls ihr Ahnung habt, falls ihr auch eine Meinung dazu habt, bitte in die Kommentare und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Runde wieder oder halt in einem anderen Spiel. Ihr könnt ja mal einfach auf meinen Kanal so durchgucken. Vielleicht spricht euch da irgendwas an. Bis dahin, haut rein, euer Swarfix. Ciao.